Als Mirko zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, lass uns doch mal ein Was ist zu Robocraft machen, habe ich jetzt irgendwie an gigantische Roboterschlachten gedacht und so und weniger an graue Lagerhallen. Mirko, wo sind wir hier? Was ist Robocraft? Wo sind die Kampfroboter? Ja, Johannes, das kann ich dir sagen. Wir sind hier in meiner Garage und der Kampfroboter ist über mir, den ich schon gebaut habe. Und es ist ein verdammt cooles Vieh, wie ich finde. Du hast einen gigantischen Kampfkorgi gebaut, Mirko. Na, es ist eher eine Mischung aus Kampfwolf, Stachel, bespickten Dino und ich weiß nicht. Also ich sag das Stichwort Schildkröte, du wirst danach rausfinden, warum. Was immer du sagst, ich widerspreche dir jetzt einfach mal nicht. In Robocraft, der Name sagt es ja schon so ein bisschen Minecraft-mäßig, baut man sich selber seine eigenen Roboter, richtig? Genau, man sieht es hier, es gibt massig an Teilen, mit denen ich hier meinen Roboter bauen kann. Es gibt Räder, es gibt Waffen, apropos Rad, da bauen wir mal jetzt dran, damit er gut überhaupt vorwärts kommt. Es geht alles ganz einfach, Drag-and-Drop-Prinzip, man kann die drehen, man kann die löschen, das ist alles ganz easy. Und wenn man den gebaut hat, dann geht es schon in den Kampf rein. Dann haut man anderen Robotern mit seinem selbstgebauten Roboter auf die Nase. Genau. Und das Coole an Robocraft ist, es ist Free-to-Play. Also du kannst völlig kostenlos spielen, du kannst kostenlos bauen. Und in den Schlachten sammelst du eben Erfahrungspunkte, um dir neue Teile dann freizuschalten. Das geht am Anfang ganz schnell. Später wird es dann zäh. Da muss man dann echt Geld investieren, um voranzukommen. Man kann sich aber keine Vorzüge leisten. Also Pay-to-Win gibt es hier nicht im Prinzip. Es gibt keinen. Wir haben sich nämlich gerade schon so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt, wenn du sagst, man kann ja dann neue Teile freischalten, auch neue Waffen freischalten. Kann man sich die dann nicht schon kaufen früh im Spiel? Ja, im Prinzip kannst du dir bessere Waffen dann kaufen, allerdings darfst du nur eine Waffengattung zur gleichen Zeit benutzen und es gibt ein Ranking-System. Das bedeutet, wenn ich Level 10 bin, weil meine Waffe halt schon Level 10 ist, also je besser die Teile, desto höher ist mein Ranking, dann trete ich auch nur gegen Gleichgesinnte an, ne? Also ich kann dann nicht ein Level 1 also gegen Spieler, die auch Level 10 sind, die dementsprechend auch schon hochgerüstet sind. Ich schmeiß mich gerade weg. Was ist das für ein Tier, was du da gebaut hast? Es sieht aus, ich bin nur wieder bei meinem Corgi, als ob man ihm die Hinterbeine abgenommen hätte und dann so einen Rollwagen verfrachtet hätte. Ja, das ist ein T-Rex auf dem Rollstuhl. Eigentlich habe ich die Beinchen gebaut, um klettern zu können, das ist immer ganz praktisch, aber das Ding ist, wenn man einmal auf dem Rücken gelandet ist und nicht irgendwie irgendwas hat, wo man dann wieder auf die Beine kommt, deswegen Schildkröte, ne, ist man relativ hilflos. Also ein komplett durchdachtes Design, ne? Du wirst auch gerade, wirst du auseinandergenommen oder heilt er dich? Nein, der heilt mich, das ist ganz cool, das ist ja immerhin ein Teamspiel. Es geht darum, eigentlich die feindliche Basis zu erobern, beziehungsweise das Feindteam ja auszulöschen, dann hat man gewonnen oder eben verloren. Aber ich komme hier nicht mehr so richtig hoch, ne? Ich habe es eigentlich schon verrissen. Dabei versuchen sie dir noch verzweifelt zu helfen, deine Teamkameraden. Aber ja, die Kollisionsabfrage ist ein Witz. Es ist wirklich, manchmal donnern hier meine Teamkameraden auf mich drauf, aber es funktioniert nicht. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber hier, ich kann noch was treffen. Da kommen die Gegner, das sieht man aber. Die haben alle irgendwelche komischen Kampfwürfel gebaut. Das ist wahrscheinlich etwas cleverer als cool aussehende, aber uneffektive Kampfkorgis, ne? Ja, aber ich finde auch cool an dem Spiel, man kann direkt die Teile wegschießen. Also wenn du den Feind ein Rad wegschießt, kann er halt nicht mehr fahren. Wenn du ihm die Waffen wegschießt, ist er wehrlos. Bei mir bleibt jetzt irgendwie nur so ein Häufchen elenden Rest übrig. Ich kann nichts mehr machen. Ist schon ganz witzig. Okay, ja cool. Also ich finde die Idee, dass man selber Roboter bauen kann und dann eben die selber steuern kann, ja immer sehr, sehr klasse. Ich mag das auch bei Space Engineers zum Beispiel total gerne. Ja, macht Spaß, oder? Es macht Spaß, zwischendurch ist halt cool, ist auch kostenlos, also für die Mittagspause. Ich habe es jetzt schon ein paar Wochen gespielt, aber du kommst irgendwann halt an den Punkt, wo du echt ohne Geld zäh vorankommst. Aber es ist ja kostenlos, jeder kann es ausprobieren und da sollte man mal reinschauen. Ja, cool. Dann wünsche ich schon mal viel Spaß dabei. Ciao. Ciao.